Jo, Freunde, willkommen zu einer Runde S Bad Wars. Mir fällt gerade ein, ich habe meine Cam nicht angehabt. So. Auf in der Mitte. Ich bin ungenickt, aus dem Grund. Das werde ich gleich erklären. Ich bin noch nebenbei mit Snox am Reden. Ich habe eben ein paar Hacker bannen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die meine Runde versaut haben. Da waren zwei Leute, die haben geteamt in Caravan 8x1 und gehackt. Mit Anti-Knockback und konnten im Laufen mit einem Bogenkasten. Ja, dagegen hatte niemand eine Chance. Mit einem zwei Hacker-Team, ne? Ist halt ein bisschen scheiße. Oh. Geh mal weg, Mann. Nein, er hat mich noch erwischt. Ah, ich wollte nur das Gold. Ich muss gleich mal den Snox antworten, sonst weint der gleich, habe ich das Gefühl. So, ich habe nebenbei, ich bin ungenickt in der Runde. Aus dem Grund, weil ich denke, dass die Leute vielleicht dann ein bisschen mehr Angst bekommen und nicht hacken. Wenn sie sehen, oh, ein YouTuber ist dran, ich lasse das mal lieber mit dem Hacken. Ist meine Denkweise gerade aktuell. Ach, come on. Der kam dann mit dem Schwert an. Dann gehen wir jetzt mit dem Knockback-Stab verprügeln. Keine Gnade für den Schwarzen. Yo, 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 Westside. Ich bin hinter dir, küss mich. So, da fliegt er weg. Tot. Eine wunderschöne Sache. Ja. Und ich finde es mit den Hackern mittlerweile halt wirklich sehr extrem, wie sind die da rübergekommen? I don't know. Ja, deswegen denke ich, vielleicht schreckt ihr das ab. Es ist nur eine Hoffnung. Es ist nur ein Fünkchen Hoffnung. Muss erstmal wieder Dings holen hier. Muss erstmal langsam wieder in der Mitte Gold snacken. Bevor alle anderen das tun. Dann muss ich weinen. Dann bin ich traurig. Was denkt ihr, Leute? Haben die Leute dann mehr Schiss zu hacken, wenn sie sehen, oha, ein YouTuber? Oder denken sie dann erst recht, ich hacke jetzt volle Kanne drauf los? Was ist eure Meinung? Ich denke schon, dass das vielleicht eine psychologische Maßnahme ist. So. So, nehmen wir Snox nach Antworten. Das war mein Held des Tages, der Snox. Der hat der Hacker gebannt. Und deswegen ist er heute der Held des Tages. Und ich gehe erstmal safen. 16 Gold ist schon eine Menge. Da hole ich mir wieder einen Dreierbogen mit Knockback. Das ist ein toller Bogen. Der macht Spaß. Ich finde den wirklich cool. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Bam. Okay. Habe ich gleich alles? Ja, ne? Oh, jetzt nochmal die Lederrüstung habe ich, glaube ich, noch nicht. Komm her. Okay, oder auch nicht. Dann bleib halt da. Juckt mich nicht. Noch ein bisschen Essen. Noch ein bisschen Blöcke. Okay. Damit sind wir schon sehr gut dabei. Und ich sollte mal Freund Sahne runterschießen. Und den auch Freund Sahne. Alle fliegen sie weg. Und er fliegt auch. Home run! So viel schönes Gold, ey. I don't care, I love it. Gehen wir mal ihn töten. Er hat ja gerade nichts mehr. Großes, mit dem er hier viel Unheil anrichten kann. Wow! Bam! Da fliegt er! 10 Punkte für Gryffindor. Welche Farbe macht er gerade? Disco Pogo? Orange.
Er fällt einfach von selber runter. Ach. Das war lustig. Ja, einerseits auch ein bisschen Fell. Na gut, juckt ihn nicht. Mora, besser Kanal. Danke, danke. Jetzt stirbt doch. So, ich habe 14 Gold. Damit holen wir jetzt erstmal das Schwert jetzt. Ich habe mir, glaube ich, eine Stärke getragen, weil ich Bock drauf habe. Und fress ihn auch direkt. So, wir leben noch zwei Farben. Türkis spammt immer Sachen über mich. Er muss sterben. Das ist doch meine Alternative. Falls Nox das Video sieht, wie gesagt, er ist mein Held aktuell. Das ist immer schön, wie sie reagieren, wenn ich dann in Skype schreibe, ey, Hacker, nur Anti-Knockback, Zweier, blablabla, kommst dann er dann direkt, ich schreite zu Tor. Auch der Klaus Thaler und ich fall einfach mal runter. Doch. So, aber das macht ja nix. Das war natürlich intelligenter Schachzug. Ihr müsst immer wissen, wenn ich so spektakulär wie jetzt gerade runterfall, es ist natürlich Absicht. Alles, um den Spannungsbogen zu erhöhen, ist doch logisch. Als ob ich runterfall, weil ich doof bin. Nein. Alles Absicht, Leute. Das müsstet ihr eigentlich wissen. So, nochmal. Ja, hab ich auch. Ja, der Snorks hatte auch immer Probleme mit Shadern, genau wie ich. Darüber diskutieren wir gerade. Weil er dann selber Probleme hatte. Yeah, Freund Sahne. Gut. Dann wollen wir uns die Pussy-Ausrüstung. Von 10 Gold können wir uns die Pussy-Ausrüstung kaufen. Dann nehmen wir ein Schwert. Eine Spitzhacke. Komm her, Gold. Und Bogen. Yes. Was macht der andere eigentlich? Der baut da wieder Fort Knox. Fort Knox. Hier, ein Stegeskin hat er. Okay, und er fällt. Auf Wiedersehen. Ich sehe nichts. Stirb. Gut. Ich habe nichts an meine verändert. Ich glaube, ich schicke ihm einfach da meinen Shader. Oh, Trap ausgelöst, Pack. Dann hat er genug Shaders für sein Leben. Oh. Team Blau hat gewonnen. Okay, anscheinend habe ich gewonnen. Herr Schild, Mr. Morgan, einen kleinen Schniedel. Das stimmt nicht. Er ist riesig. Es ist der größte Schniedel, den es auf der Welt bisher gab. So. Es ist ein gigantischer Schniedel. Ja. So. Ich bin richtig professionell. Ich schreibe nebenbei mit Leuten in Skype. Und versuche jetzt live gerade in ein Shader-Pack zu machen. So ein netter Typ bin ich, dass ich versuche, ihm ein Shader-Pack zu machen. Willst du ihm das schicken? Aber gerne. Wir suchen mal, gucken mal, ob derzeit noch irgendwo eine 8 offen ist. Nochmal Crystal. Yeah. Das sind alle, die ich habe. Die schicke ich ihm jetzt einfach. Ich bin ein netter Typ, ich weiß. Alles fit bei dir? Aber mir ist alles fit. Sind wir jetzt schon 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Einer fährt nach. So. Machen wir noch mal eine Runde Küste. Ne? Danke, er bedankt sich mit einem Kuss, Miley. Kuss zurück, mein Süßer. Ach ja. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben,
ob es euch ebenfalls stört, wenn ich so eine unprofessionelle Scheiße mache, wie jetzt gerade. Oder ihr das eher im Gegenteil findet, sondern auch gut findet, dass ich einfach so casual drauf bin, Digga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ich glaube, das meiste Problem ist, dass die meisten Shader alle mittlerweile out-to-date sind irgendwie. Und deswegen vielleicht verbuggt sind oder so? Ich weiß es nicht. Na, da sieht er nichts verbessert. Wir sind gleich in der Mitte. Slash Nick. Ich nick mich nochmal. Haben wir schon 10? Ja, wir haben schon 10 Gold. Das ist schön. Können wir direkt auf die Kacke hauen gleich. Und hopp und hopp und hopp und haben wir auch schon 7 und wir haben auch schon 7 Dings, ja. Wir sind echt gleich voll ausgerüstet schon, ne? Das ist echt schön. Zack. Zack, zack. Und Eisen. Pam. Und pam und pam und pam. Pam, pam, pam. Essen. Sterben die alle weg hier oder was? Ach, probier die mal durch. So, jetzt habe ich hier noch. Er supportet mich, ich supporte ihn. Quid pro Balco Habidi. What? Da gehe ich mal hinterher, du. Das gibt's ja nicht, ne? So, Fräulein. Das gibt's ja hier nicht, ne? Wo kommen wir denn da hin? Wenn du hier einfach meine Schüsse überlebst und nicht runterfällst. Ich glaub es nicht. Ich glaub, es hackt. Ach, grad bin ich heute auch nicht mehr so verpeilt, ne? Wie letztes Mal. Letztes Mal war echt schlimm. Er ist einfach stehen geblieben. Naja. Wir leben denn noch? Hab ich mein Bett noch? Ja. Rot, grün, blau, schwarz. Wo ist blau? Da hinten. Hat aber kein Bett mehr. Grün will jetzt aufmucken. Okay. Kann ich auch verstehen, ne? Also. Ich baue ihm mal entgegen. Bin ja ein netter und sozialer Nachbar. Baut da nicht mehr. Wie gesagt, ich bin echt ein sozialer Typ, baue dem entgegen und so. Komm on. Jetzt treff doch. Ja, noch näher ran. So, und jetzt können wir einfach reinstürmen da. Jo. Und er fliegt höchstwahrscheinlich. War ja nicht so gut gesichert, ne? Geht besser. Oh, die gehen gleich zum Gold, sehe ich gerade. Wer ist da beim Gold? Welcher Freund Sahne ist da? Geh weg, Mann. Hab ich irgendwen erwischt. Lustig. Schwarzer, ich rette dich vor Blau. Denn Blau hat kein Bett mehr. Und das ist ein schöner Kill für mich. So, ich habe für dich Blau getötet. Kein Problem. Kannst du später bedanken. Yo, yo, yo. Das waren zwei schöne Runden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den Runden. So wie ich Spaß bei den Runden hatte, würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt. Einmal zum Thema Hacker, ob ihr das besser findet, wenn ich dann ungenickt spiele, dass sie vielleicht Angst kriegen in den Runden bei mir oder so. Oder ob ihr es schlimm findet, wenn ich so nebenbei so mein Ding mache, so
abgelenkt sein, aber trotzdem noch so chillig halt, ne? So casual. Genau, dann bekomme ich noch einen Error. Könnt ihr mir auch mal schreiben. Wenn ja, Kommentar, Daumen nach oben, würde mich immer freuen und bis zum nächsten Part.